Der Film beginnt mit einem Blick auf das moderne Tokio, wo Vater Yuichi seine Zeit am Krankenbett seines komatösen Sohnes verbringt, nachdem jemand den Jungen vom Dach gestoßen hat. Yuichis Vater, der Ältere, kommt ebenfalls zu Besuch, ist jedoch hart und fragt sich, wo er war, als sein Sohn ihn brauchte. Einige Zeit später holt Yuichi seine Waffe hervor und beschließt, Rache zu nehmen. In der Zwischenzeit läuft ein sehr unglücklicher amerikanischer Söldner durch die Straßen der Stadt und spricht am Telefon mit seinem Kontaktmann Maria, die ihm den Codenamen Marienkäfer gibt, als Wortspiel für sein Pech. Die Mission ist einfach. Er muss den Schnellzug besteigen und eine mysteriöse Aktentasche stehlen, die einen Aufkleber am Griff hat. Eigentlich sollte dieser Auftrag an einen anderen Söldner namens Carver gehen, aber er konnte nicht kommen, weil er krank war. Als er den Bahnhof erreicht, stößt Ladybug versehentlich mit Yuichi zusammen, wodurch er seinen Spindschlüssel und sein Ticket unbemerkt fallen lässt. Glücklicherweise kann Ladybug Schlösser knacken und schafft es trotzdem, den Spind zu öffnen und Zugang zu dem von ihm angeforderten Schlafmittel zu erhalten, lehnt es jedoch ab, die Waffe mitzunehmen. Ladybug muss den Zugbegleiter überzeugen, ihn nur mit dem Beleg hereinzulassen, aber Yuichi steigt problemlos ein und folgt den Anweisungen auf einem Zettel, den ihm die Person geschickt hat, die versucht hat, seinen Sohn zu töten. Allerdings findet er auf dem Sitz ein junges, entzückendes Mädchen, und Yuichi denkt, er habe etwas falsch gemacht, bis das Mädchen ihn mit einem Elektroschocker außer Gefecht setzt. Dies ist Prince, eine junge Frau, die die Rolle des unschuldigen Mädchens spielt, um Verbrechen zu begehen. Folgend den Anweisungen von Maria über ein Ohrstück begibt sich Ladybug auf eine Mission, die Aktentasche zu finden. Unwissend, dass die Aktentasche einem Brüderpaar von Auftragskillern namens Tangerine und Lemon gehört, findet Ladybug sie im Gepäckfach am Ende des Waggons. Der Aufkleber auf der Aktentasche fängt Lemons Aufmerksamkeit ein, da er eine Obsession für Metaphern mit Thomas, der kleinen Lokomotive, hat und ein Blatt mit Thomas Aufklebern bei sich trägt. Doch die Anwesenheit der Brüder im Zug dient nicht nur dem Schutz der Aktentasche. Sie haben auch den Sohn des Weißen Todes, den Sohn eines berüchtigten Mafia-Bosses, entführt und haben vor, ihn zusammen mit der Aktentasche, gefüllt mit Lösegeld, das White Death von seinen Feinden zusteht, zurückzugeben. Lemon bemerkt, dass die Aktentasche aus dem Gepäckfach fehlt, bleibt jedoch ruhig und priorisiert die sichere Übergabe des Sohnes. Tangerine teilt Lemon die ganze Geschichte des Weißen Todes mit und erklärt ihre Bedeutung. Sie erzählt von dem Untergang von Minegishi, einem ehemaligen Anführer der Unterwelt, aufgrund seines Vertrauens in ein ehemaliges Mitglied der russischen Mafia, das zum Weißen Tod wurde. Der Weiße Tod gründete seine Bande und vernichtete Minegishi und seine Männer in einer Nacht. Seitdem ist er ein skrupelloser und psychotischer Killer, der eine bedeutende kriminelle Organisation leitet. Tangerine und Lemon wurden aufgrund ihrer Fähigkeiten engagiert, da der Weiße Tod aufgrund seines persönlichen Dramas eine persönliche Beteiligung vermeidet. Sie sind jedoch schockiert, den leblosen Körper des Sohnes mit blutenden Augen vorzufinden. Yuichi wacht auf und stellt fest, dass Prince seine Waffe manipuliert hat, und sie hält das Leben seines Sohnes in der Hand. Prince offenbart ihr Wissen über Yuichis Verbindung zum Weißen Tod und wie er kürzlich eine Aktentasche an einen der Verbündeten des Weißen Todes übergeben hat. Sie sieht eine Chance und will, dass Yuichi den Weißen Tod für sie ermordet. Ladybug sucht Zuflucht in einem anderen Zugabteil, trifft aber auf den Wolf, einen rachsüchtigen Söldner, der jemanden im Zug für den Tod seiner Frau und seiner Gäste verantwortlich macht. Es entbrennt ein heftiger Kampf, der sie zur Zugbar führt. In einer verzweifelten Aktion sticht der Wolf auf Ladybug ein, doch sein Messer prallt an der geschützten Aktentasche ab und verletzt ihn stattdessen tödlich. Der Zug nähert sich einem weiteren Halt, was die Brüder dazu veranlasst, das Aussehen des Sohnes zu verändern und sich auf die Bergung der Aktentasche vorzubereiten. Lemon bewacht eine Tür und inspiziert jeden aussteigenden Fahrgast.
Ladybug erkennt Lemon als den Mann, der zuvor versucht hat, ihn zu töten. Da er diesen Ausgang nicht nutzen kann, eilt Ladybug durch die Zugabteile und trifft auf das Maskottchen des Zuges, das versucht, die Aktentasche zu ergreifen. Nach einem kurzen Handgemenge rennt Ladybug zum nächsten Ausgang, doch die Türen schließen sich und der Zug fährt ab. Ladybug kehrt zur Bar zurück, versteckt die Aktentasche, nimmt Wolfs Telefon an sich und kontaktiert Maria. Nachdem die Wahrheit bestätigt wurde, enthüllt Maria, dass der Hochzeitsmordanschlag auf den Boss des Wolfes abzielte und unbeabsichtigt zu mehreren Todesfällen führte. Ladybug, der als Kellner in die Hochzeit eingedrungen war, hatte versehentlich Wolfs Glas verschüttet, war aber nicht für die Todesfälle verantwortlich. Während er über die nächsten Schritte nachdenkt, bemerkt Ladybug, wie Tangerine nach der Aktentasche sucht, und entscheidet sich, sich im Gepäckfach zu verstecken. Obwohl Tangerine Ladybug bemerkt, erkennt er ihn nicht von ihrem vorherigen Auftrag und setzt seine Suche fort. Tangerine trifft auf Prince und Yuichi und sucht nach Informationen über die Aktentasche. Prince beschreibt Ladybugs Aussehen und erwähnt, ihn zuvor gesehen zu haben. In der Zwischenzeit erhält Lemon eine SMS von seinem Bruder mit Ladybugs Beschreibung, gerade als Ladybug ihm gegenüber sitzt. Ladybug schlägt einen Deal vor und bietet an, die Aktentasche im Austausch für sein Leben zurückzugeben. Obwohl er versucht ist, ist Lemon nach Ladybugs vorherigen Tötungen nicht bereit, nett zu spielen, wobei er sich auf Sun bezieht, während Ladybug glaubt, er meine den Wolf. Lemon, der immer noch an Zugmetaphern festhält, entfacht einen Kampf, aber Ladybug schafft es, ihn außer Gefecht zu setzen, bevor er seine Waffe einsetzen kann. Ladybug schmiedet einen Plan und füllt Lemons Wasserflasche mit Schlafpulver und versteckt die Waffe im Gepäckfach. Er entdeckt auch den leblosen Körper des Sohnes, dessen Augen wie die Opfer bei Wolfs Hochzeit bluten. Tangerine kehrt in das Abteil zurück, aber Ladybug schafft es, Lemons Telefon an sich zu nehmen, bevor er entkommt. Er kontaktiert Maria, um sie über den Zusammenhang zwischen den Todesfällen und der mysteriösen Präsenz im Zug zu informieren. Während des Gesprächs lässt Ladybug versehentlich eine Schlange aus einem Käfig frei, die für die blutenden Effekte verantwortlich ist. Während er sich vor Tangerine und dem Zugbegleiter versteckt, wird Ladybug kurzzeitig entdeckt, verwirrt Tangerine jedoch, indem er auf einen anderen Fahrgast zugeht, was ihm die Flucht ermöglicht. In der Zwischenzeit suchen Prince und Yuichi nach der Aktentasche und verstecken sich im Badezimmer. Yuichi erhält einen Anruf vom Älteren, den Prince auf Lautsprecher stellt. Yuichi äußert seinen Wunsch nach Rache, was den Älteren enttäuscht. Bevor Yuichi antworten kann, beendet Prince das Gespräch und entfernt Yuichis Telefon, um Ablenkungen zu vermeiden. Tangerine kehrt zu Lemon zurück und weckt ihn, was Zweifel an Ladybugs Beteiligung am Tod des Sohnes aufkommen lässt. Ihr Gespräch wird durch einen Anruf unterbrochen, der sie über eine Änderung der Pläne informiert. Anstatt nach Kyoto zu fahren, müssen sie an der nächsten Haltestelle mit dem Sohn und der Aktentasche aussteigen, wo eine Gruppe von Yakuza-Gangstern auf sie wartet. Im Verdacht, dass es sich um eine Falle handelt, schmieden die Geschwister einen Plan. Tangerine steigt alleine aus und überzeugt die Handlanger davon, dass er ihren Trick durchschaut hat, während Lemon drinnen bleibt und Sun wie eine Marionette steuert. Nachdem Tangerine sicher im Zug zurück ist, trennen sich die Brüder, um nach Ladybug zu suchen, und Tangerine überlässt Lemon seine Waffe für zusätzlichen Schutz. In ihrer Abwesenheit überprüft Prince Sun und zeigt Verachtung, indem sie auf sein lebloses Gesicht spuckt. Anschließend kehrt sie ins Badezimmer zurück, wo Yuichi die Aktentasche erfolgreich geöffnet hat. Doch Prince hat ein anderes Ziel vor Augen. Sie will eine Bombe darin platzieren, um den weißen Tod zu eliminieren, wenn er sie öffnet, inspiriert von seiner Vergangenheit, in der er die Waffen seiner Gegner gegen sie selbst eingesetzt hat. In der Zwischenzeit versteckt sich Ladybug in einem anderen Badezimmer, während Maria ihn über die Ermordung eines renommierten Chirurgen informiert
der bei einem Eingriff demselben Gift erlegen ist und ebenfalls blutende Augen hatte. Der Attentäter, bekannt als Hornet, wird zum Ziel von Ladybug, da er Hornet finden muss, um ihn den Geschwistern zu übergeben und sein Überleben zu sichern. Leider erweist sich die Verwendung von Lemons Telefon als Fehler, da Tangerine Ladybug mithilfe der Ortungs-App des Telefons aufspürt. Als der Kampf zwischen Ladybug und Tangerine kurzzeitig nachlässt, erhält Tangerine einen wichtigen Anruf von einem Handlanger des Weißen Todes. Die Nachricht fordert Tangerine auf, an der nächsten Station mit der Aktentasche auszusteigen oder die Konsequenzen des Todes aller Personen im Zug zu tragen. Unsicher, was er tun soll, schlägt Ladybug einen kühnen Plan vor. Da die Gangster das Aussehen von Lemon nicht kennen, schlägt Ladybug vor, Lemons Identität anzunehmen. Sie steigen an der nächsten Station mit einer gestohlenen zufälligen Aktentasche aus, in der Hoffnung, die Handlanger des Weißen Todes zu täuschen. Doch ihr Plan nimmt eine unerwartete Wendung, als die Aktentasche versehentlich aufspringt und enthüllt, dass sie nicht das erwartete Lösegeld enthält. Gerade noch rechtzeitig schaffen es Ladybug und Tangerine wieder in den Zug, bevor sie von den Handlangern des Weißen Todes gefangen genommen werden können. An der nächsten Haltestelle verrät Ladybug Tangerine, wo die Aktentasche versteckt ist, und versucht, den Zug zu verlassen. Doch Tangerine besteht darauf, Ladybug als Sündenbock zu behalten. In einer verzweifelten Aktion wirft Ladybug Tangerine kurz vor der erneuten Abfahrt des Zuges von Bord. Inzwischen setzt Lemon seine Suche nach Ladybug fort und trinkt Wasser. Er trifft auf Yuichi und Prince, die versuchen, unschuldig zu wirken, als er nach einem verdächtigen Mann mit einem Koffer fragt. Misstrauisch gegenüber Princes Antwort erschießt Lemon Yuichi, um sie zum Reden zu zwingen. Lemon und Prince verstecken Yuichis Leiche im Badezimmer. Lemon richtet dann seine Aufmerksamkeit auf Prince, aber das Schlafpulver wirkt, sodass er das Bewusstsein verliert. Prince nutzt die Gelegenheit, nimmt Lemons Waffe an sich, erschießt ihn und versteckt ihn im Badezimmer. Tangerine gibt jedoch nicht auf und verfolgt den Zug, springt schließlich auf den Zugende und gelangt durch das Zerbrechen eines Fensters wieder hinein. Ladybug geht in ein anderes Zugabteil und findet Yuichis klingelndes Telefon. Der Ältere erkundigt sich nach seinem Sohn, aber Ladybug rät ihm, die Ortungs-App zu verwenden und beendet das Gespräch. Als Ladybug zur Bar zurückkehrt, nimmt er die präparierte Aktentasche wieder an sich und untersucht Wolfs Körper nach Hinweisen. In einem Maskottchenkostüm entdeckt Ladybug den Hornet, der gesteht, den Sohn getötet und sich als Koch in die Hochzeit eingeschlichen zu haben. Die Frau, die Wolfs Frau und Gäste vergiftet hat, hat auch den Sohn des Weißen Todes vergiftet. Sie greift Ladybug mit einer giftigen Spritze an, aber er schafft es, die Situation umzukehren und injiziert sie stattdessen. Trotz ihrer Versuche, ein Gegenmittel zu verwenden, beendet Ladybug ihr Leben schnell, indem er sie in den Hals sticht. Tangerine entdeckt Prince im Zug und nähert sich ihm, behauptet, ein Mann habe sie entführt und Tangerines Onkel ermordet. Sie versucht verzweifelt, eine Geschichte zu erfinden, um Mitleid zu erregen und Ladybug zu täuschen, der anfangs an ihre Geschichte glaubt. Doch plötzlich erkennt Ladybug sie als die Mörderin namens Diesel, wie Lemon sie genannt hat. Als Lemon versucht, sie zu greifen, greift Ladybug ein und attackiert Tangerine. In dem Versuch, Ladybug zu täuschen, legt Prince eine unschuldige Fassade auf. Doch ihre Begegnung nimmt eine unerwartete Wendung, als ein älterer Mann sich ihnen nähert. Gerade als Ladybug versucht aufzustehen, wird er von einer Schlange gebissen. Besorgt stellt der Mann der Prinz Fragen nach dem Aufenthaltsort seines Sohnes und erkundigt sich nach dem Unfall seines Enkels. Zur Überraschung aller gesteht die Prinz ihre Taten. Sie offenbaren ihre Absicht, den Weißen Tod mit Hilfe seines Sohnes zu eliminieren. Die Prinz übernimmt die Verantwortung für die Tötung des Sohnes und Enkels des Weißen Todes. Doch der ältere Mann, unbeeindruckt von dem Geständnis, enthüllt,
dass ihr Versuch, seinen Enkel zu töten, gescheitert ist, da er immer da war, um seine Familie zu beschützen. Ladybug schließt sich dem Älteren an, der seine Vergangenheit offenbart. Er war einmal Mitglied von Minegishis Verbrecherfamilie und wurde von dem Versprechen angetrieben, seine Familie zu unterstützen. Obwohl er Minegishi vor dem weißen Tod gewarnt hat, wurde er ignoriert. Als er nach Hause zurückkehrte, fand er seine Frau tot vor und ihr Zuhause zerstört, nur Yuichi überlebte. Der Ältere ging in den Untergrund, um Rache zu nehmen und seinen Sohn zu schützen. Nun hat das Schicksal sie auf dem Zug zusammengeführt, und sie beschließen, sich gegen den weißen Tod zu verbünden. Im Badezimmer finden der Ältere und Ladybug Yuichi und Lemon, beide unverletzt. Lemon ist verärgert über eine von Prince hinterlassene Halskette. Sein Wunsch nach Rache wächst und richtet sich gegen Ladybug und Yuichi. Der Ältere tritt ein und betont die Notwendigkeit der Einheit gegen den weißen Tod. Ladybug verlässt den Zug mit der Aktentasche, wird jedoch von den Handlangern gefangen genommen. Es entsteht Uneinigkeit darüber, wer die Aktentasche öffnen und ihren Inhalt untersuchen soll. Im Zug entdeckt Prince, dass der weiße Tod ihr Vater ist. Sie empfindet Groll gegen ihn, weil er ihren jüngeren Bruder bevorzugt und will sich beweisen. Sie hegt auch Groll gegen ihren jüngeren Bruder, der trotz als unwürdig erachtetem Verhalten die Aufmerksamkeit ihres Vaters erhält. Überraschenderweise nimmt der weiße Tod ihr die Waffe ab, ohne ihr Schaden zuzufügen, und behauptet, dass sie nie Teil seines Plans war. Lemon versucht, den Kontrollraum zu verstehen, während der weiße Tod die Aktentasche untersucht und Ladybugs Theorie bestätigt. Es wird enthüllt, dass die Attentäter vom weißen Tod als Teil seines rachsüchtigen Plans im Zusammenhang mit der tragischen Vergangenheit seiner Frau angeheuert wurden. Der weiße Tod enthüllt die Hintergrundgeschichte der Mission der Geschwister in Bolivien, bei der sie den Befehl hatten, seine Crew zu eliminieren. Er musste seine Frau zurücklassen, und der Autounfall war ein Mordversuch an ihm. Leider konnte seine Frau aufgrund des Fehlens des Chirurgen der Bande, der von Hornet getötet wurde, nicht gerettet werden. Die Beteiligung des Sohnes führte zu seinem Untergang, und seine Frau versuchte, ihm zu helfen. Ladybugs Anwesenheit im Zug war ein Fall von Verwechslung, da der weiße Tod Carver, den Söldner, der für den Tod seiner Frau verantwortlich war, ins Visier nehmen wollte. Bevor Ladybug erklären kann, öffnen die Handlanger die Aktentasche und es kommt zu einer verheerenden Explosion. Yuichi und der Ältere liefern sich einen erbitterten Kampf gegen die Gangster, die nach den Leichen suchen, während Lemon es schafft, den Zug neu zu starten. Nach der Explosion werden Ladybug, der weiße Tod und weitere Mitglieder seiner Bande in den Zug geschleudert und beteiligen sich an dem laufenden Konflikt. Der Ältere tritt gegen den weißen Tod in einem gefährlichen Nahkampf an und steht kurz vor der Niederlage. Doch Yuichi eilt ihm zu Hilfe, indem er eine Wasserflasche auf den weißen Tod wirft und ihn vorübergehend außer Gefecht setzt. Der Ältere nutzt die Gelegenheit und erledigt den weißen Tod schnell mit seinem Schwert. Ladybug und Lemon arbeiten zusammen, um die Bremsen zu finden, während sie von den Handlangern verfolgt werden. Lemon opfert sich, um Ladybug zu retten, was dazu führt, dass der letzte Gangster vom Zug fällt. Ladybug schneidet Kabel durch, um die Bremsen zu aktivieren, was dazu führt, dass der Zug entgleist und in Kyoto abstürzt. Der Ältere und Yuichi überleben, indem sie sich an einem Sitz festhalten, während Ladybug sicher auf einem Maskottchenkostüm landet. Sie finden den weißen Tod lebendig, aber er wird letztendlich von Princes präparierter Waffe getötet. Als das Trio glaubt, dass sie endlich sicher abfahren können, tritt Prince auf und beabsichtigt, das Erbe des weißen Todes anzutreten. Doch ihre Pläne werden abrupt unterbrochen, als ein Lastwagen voller Mandarinen sie überfährt. Lemon, der sicher aus dem Fluss geschwommen ist und die Gelegenheit ergriffen hat, sinnt auf Rache und nutzt den Lastwagen, um seine Vergeltung an Prince zu üben. Nachdem er sich von Yuichi und dem Älteren verabschiedet hat,
beobachtet Ladybug die Ankunft von Maria in einem schicken Auto, um ihn abzuholen. Doch ihre Begegnung nimmt eine unerwartete Wendung, als Ladybugs Pech zuschlägt und ein herabfallender Lichtmast Marias Auto zerstört, was sie schockiert zurücklässt. Mit Unsicherheit in Aussicht nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung, und wir können gespannt sein, was noch kommen wird. Und hier ist ein großartiger Film, der sein unvergessliches Ende erreicht.